Am Montagmorgen kam es gegen 6.55 Uhr nahe des S-Bahnhofs Hermannstraße zu einem schweren Unfall. In der Siegfriedstraße im Stadtteil Neukölln raste der Fahrer eines Mitsubishi ungebremst in das Heck eines stehenden Linienbusses der BVG. Die Person, die im Pkw saß, ist dabei eingeklemmt und schwerst verletzt worden. Unsere zuerst eintreffenden Kräfte haben die Person dann mittels Schere und Spreiz, also mit schwerem Rettungsgerät, aus dem Pkw heraus gerettet. Es wurde eine Reanimation eingeleitet umgehend. Diese verlief dann aber im weiteren Verlauf erfolglos, sodass die Person aus dem Pkw noch auf der Einsatzstelle verstorben ist. Nach Bildinformationen rammte der Mitsubishi-Fahrer zuvor in der Siegfriedstraße mehrere Fahrzeuge. Der Bus war zum Zeitpunkt des Unfalls unbesetzt. Nur die Busfahrerin befand sich im Fahrzeug. Sie erlitt leichte Verletzungen. Es waren insgesamt 20 Einsatzfahrzeuge der Polizei und Feuerwehr an den Rettungsmaßnahmen beteiligt. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.